7. Februar. Das hier ist kein Tagebuch. Ich sage es bloß der Deutlichkeit halber dazu. Das hier ist ein Heft. Und ich schmiere es voll, weil mein Vater mir ein Ultimatum gestellt hat. Ein Ultimatum ist, soviel ich weiß, eine allerletzte Forderung, die man bei Verhandlungen mit Kriminellen wie Flugzeugentführern oder sonst wie gearteten Terroristen stellt. Und wenn dieser Forderung nicht entsprochen wird, gibt es Krieg. Ich bin kein Verbrecher, auch wenn ich viele Dinge falsch mache. In letzter Zeit mache ich die Dinge in erster Linie nicht. Wenn man etwas nicht tut, kann man es auch nicht falsch machen, könnte man vielleicht meinen. Aber da täuscht man sich. Etwas nicht zu tun, ist manchmal schon ein Verbrechen an sich. Nicht zur Schule gehen, nicht essen, nicht schlafen, nicht reden, nicht wollen, nichts wollen, einfach überhaupt nichts. Das ist falsch. Dann bekommt man ein Ultimatum aufgetischt. Er sagte, wenn du weiter hier wohnen willst, musst du selbst die Verantwortung für deine Gesundung übernehmen, jeden Tag schreiben und dir eine CD anhören, sonst lasse ich dich einweisen. Gesundung. Als ob ich krank wäre. Nichts gemacht heute. Gestern auch nichts gemacht. Vorgestern auch nicht. Ach ja, Pergolesi gehört. Stabat Mater. Das heißt, die halbe CD. Ganz übler Titel, Stabat Mater. Aber gut, Musik ging sogar. 8. Februar. Die kleinen Schwestern, sie leben hoch. Alle kleinen Schwestern auf der ganzen Welt sollen hochleben. Aber besonders meine. Nichts gemacht heute. Nichts gedacht, nichts gefühlt. Keine Musik gehört. Zu müde. 9. Februar. Die Bedeutung einer Mutter wird meines Erachtens nach schwer überschätzt. Fühle mich müde. Müde ist kein Gefühl, sagt mein Vater. Er hat Unrecht. Müde ist ein alles beherrschendes Mistgefühl. 11. Februar. Meine ist also tot, Mutter. Und wisst ihr, ich finde es nicht schlimm, dass sie tot ist. Was übrigens auch nicht normal ist, mit fast 16 bei seiner 7-jährigen Schwester im Zimmer schlafen, weil man nachts nicht allein sein will. Pergolesi, 2. Teil, leise. Salve Regina in F-Moll und Salve Regina in A-Moll, Doppelmoll, das passte gut. Deckt sich ziemlich mit meinem Gemütszustand. 12. Februar. Ich schrieb, nicht allein sein will. Aber es heißt, nicht allein sein kann. Ich habe nachts nämlich schreckliche Angst. Angst. Wovor? Angst, allein zu sein. Aber warum? Was macht es so schlimm, nachts allein zu sein? Was, beispielsweise, ist der Unterschied zum Alleinsein tagsüber? Alleinsein tagsüber bei Sonnenschein, das ist eigentlich ein Klacks. Und wenn Tante Marjan und Fussel noch irgendwo durchs Haus wuseln, kann es sogar angenehm sein. Aber nachts. Alleinsein nachts ist eine Quälerei, auch wenn es Leute im Haus gibt, die schlafen. Nachts allein zu sein, das heißt, als Einzelner in deinem Zimmer wach zu liegen, ist der Gipfel der Verlassenheit. 'Was ist eigentlich schlimm daran, verlassen zu sein?13. Februar. Nicht gelacht heute Nacht.
sondern um 2:30 mitsamt Bettdecke ins Zimmer meiner Schwester umgezogen. Habe die Besuchermatratze unter ihrem Bett hervorgeholt und die Nachtlampe angemacht, sodass ich ihr Gesicht sehen konnte. Februar. Vielleicht ist es ja das, was mir nachts am meisten Angst macht. Dass niemand auf einen achtet. Dass niemand sich Sorgen um einen macht. Dass niemand einen bemerkt. Dass man ebenso gut tot sein könnte. Februar. Ich bin immer müde. Das scheint auch nicht normal zu sein. Lieben. Derzeit liebe ich nicht so niemanden. Darum kann ich mich auch nicht entscheiden, was ich essen will. Ist mir alles egal. Und das geht schon seit Wochen so. 16. Februar. Angefangen hat es an Fussels Geburtstag. Sie wurde 7. Wir alle dachten, ich hätte Migräne. 17. Februar. Sie hat sich vor den Zug geworfen. Meine Mutter. Und mir taten besonders die Saubermacher von der Eisenbahn leid, die sie unter der Lokomotive hervorkratzen mussten. Salve Regina in F-Moll mit Andreas Scholl. Ein bisschen tot, ohne diese natürliche Vibration, die eine Frauenstimme hat. 18. Februar. Es war keine Migräne. Und es ging noch nicht vorbei. Dieser Pergolesi ist übrigens ganz erträglich, hilft sehr gut nicht nachzudenken. Nachdenken in dem Sinn, dass einen die eigenen Gedanken völlig verrückt machen. 18. Verrückt, dass etwas zwar klang ist, aber dennoch hohe.